Die CSU-Fraktion jetzt auf, die darf die Debatte eröffnen. Bitte schön. Danke schön, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die Europäische Kommission hat im Zuge ihrer Binnenmarktstrategie am 10. Januar ihr Dienstleistungspaket vorgelegt. Ziel dieser Binnenmarktstrategie ist unter anderem, das Potenzial des europäischen Binnenmarktes freizusetzen, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und Hemmnisse im Dienstleistungsverkehr abzubauen. Eine vorbereitende Maßnahme war zum Beispiel die Transparenzinitiative der Europäischen Kommission, die 2 Jahre lang die reglementierten Berufe auf den Prüfstand gestellt hat. In ihren länderspezifischen Empfehlungen aus dem Jahr 2011 hat die Kommission die reglementierten Berufe und den deutschen Meister erstmals als Binnenmarktschranke bezeichnet und die Aufweichung der Berufsreglementierung gefordert. 5.600 reglementierte Berufe, das ist eindeutig zu viel, so die Aussage der zuständigen EU-Kommissarin Biankowska. Aus ihrer Sicht gibt es immer noch zu viele Hürden bei der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung. Ursache ist laut Kommission vor allen Dingen die Gesetzgebung der Mitgliedstaaten. Circa 50 Millionen Menschen, 22% aller Erwerbstätigen in Europa, arbeiten in reglementierten Berufen. Deutschland hat lediglich 149 reglementierte Berufe, davon 41 im Handwerk. Und im europäischen Durchschnitt sind es mit circa 200 deutlich mehr. Das Dienstleistungspaket soll jetzt eine höhere Durchlässigkeit und mehr Wettbewerb schaffen. Diese Maßnahmen, meine Damen und Herren, schießen jedoch eindeutig übers Ziel hinaus. Inhalt des Dienstleistungspakets sind 4 Einzelmaßnahmen, von denen 3 als Richtlinie rechtlich verbindlich sein sollen. Die elektronische Dienstleistungskarte, das Notifizierungsverfahren und die Verhältnismäßigkeitsprüfung von Berufsreglementierung. Zudem gibt es noch eine Verordnung zur Dienstleistungskarte und eine Empfehlung zur Berufsreglementierung. Die Hoffnung, dass das gesamte Dienstleistungspaket empfehlenden Charakter haben wird, hat sich leider zerschlagen. Die aktuellen Vorschläge zielen darauf ab, unsere vergleichsweise hohen Anforderungen und Qualitätsstandards für Berufszugänge aufzuweichen. Das Dienstleistungspaket ist ein weiterer Schritt in Richtung Deregulierung. Und das, meine Damen und Herren, ist nicht gut für Deutschland. Betroffen sind vor allem Unternehmensdienstleistungen und freie Berufe wie Architekten, Ingenieure, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie der gesamte Bausektor, aber auch das Handwerk mit den Ein- und Ausbaugewerken und den Gebäudereinigern ist betroffen. Und damit auch der deutsche Meister. Und der steht immer noch bei uns für Qualität und Ausbildung. Und hier legt die Kommission, meine Damen und Herren, die Axt an den deutschen Meister. Und auch das dürfen wir nicht zulassen. Das Handeln der Kommission ist nicht nachvollziehbar. Auf der einen Seite bewertet sie unser duales Ausbildungssystem als Best Practice gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit, vor allen Dingen in Südeuropa. Auf der anderen Seite stuft die Kommission den Meisterbrief als Hemmnis für den Berufszugang im Binnenmarkt ein. Auch wenn die Kommission dabei immer wieder betont, die jetzt vorgelegten Richtlinienvorschläge laufen nicht darauf hinaus, den deutschen Meister abzuschaffen. Die vorgelegten Pläne sehen anders aus. Meine Damen und Herren, mit Ihren Richtlinienvorschlägen wie den geplanten Notifizierungsverfahren verletzt die Kommission die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit sowie der Subsidiarität nach dem Vertrag von Lissabon. Auch im Blick auf die Berufsreglementierung überschreitet sie ihre Kompetenzen. Für die Reglementierung der freien sowie der Handwerksberufe sind die Mitgliedstaaten zuständig. Auch hier verletzt der Kommissionsvorschlag die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität.
sodass wir eine Subsidiaritätsrüge gegen das Dienstleistungspaket erheben. Das tut ebenfalls der Bundesrat und auch das französische Parlament. Der Deutsche Bundestag hat vom Instrument der Subsidiaritätsrüge seit dem Vertrag von Lissabon nur selten Gebrauch gemacht. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es an der Zeit, dass wir als nationales Parlament unser Kontrollrecht nutzen und die Verstöße gegen die Subsidiarität rügen. Und trotz der knappen Frist haben wir es geschafft, eine gemeinsame Rüge mit dem Koalitionspartner auf den Weg zu bringen. Und an dieser Stelle möchte ich ein herzliches Dankeschön an den Koalitionspartner richten für die gute Zusammenarbeit und die schnelle und unkomplizierte Abstimmung. Vor allem die osteuropäischen Staaten, aber auch die Skandinavier und die Briten, trotz Brexit unterstützen die Vorschläge. Und für mich als Handwerksmeisterin und Sprecherin unserer Fraktion für das Handwerk sind zwei Punkte besonders kritisch. Einmal die Überprüfung der Verhältnismäßigkeit der Berufsreglementierung und die elektronische Dienstleistungskarte. Und deshalb will ich auf beide noch mal gesondert eingehen. Meine Damen und Herren, die Europäische Kommission kritisiert unverhältnismäßige und veraltete Reglementierung als Hemmnis zum Berufszugang. Sie schlägt daher Verhältnismäßigkeitsprüfungen bei der Verabschiedung neuer Reglementierungen oder Änderungen vor. Hierzu werden 11 neue Prüfkriterien vorgeschlagen, durch weitere 10 ergänzt, die die Entscheidungskompetenzen der nationalen Gesetzgeber einschränken. Die Annahme, dass Deregulierung und Liberalisierung zu mehr Wachstum führt, ist durchaus fraglich. Und rechtlich gibt es da auch Zweifel. Der EuGH hat bisher stets anerkannt, dass Berufsreglementierung Sache der Nationalstaaten sind. Und zudem gibt es bereits 4 Verhältnismäßigkeitskriterien des europäischen Gesetzgebers im Rahmen der Anerkennungsrichtlinie. Und auch die Mobilität im Binnenmarkt ist durch die Richtlinie zur Anerkennung von Berufsqualitäten gewährleistet und funktioniert vor allen Dingen. Die Prüfkriterien der Richtlinie schränken die Entscheidungsautonomie nationaler Gesetzgeber weiter ein. Außerdem müssen neue, unabhängige Stellen für die Verhältnismäßigkeitsprüfung von Berufsreglementierung eingerichtet werden. Und das widerspricht dem Verhältnismäßigkeitsprinzip und schafft neue, unnötige Bürokratie. Meine Damen und Herren, die Dienstleistungskarte soll grenzüberschreitende Arbeiten erleichtern. Praktisch soll die Karte von Dienstleistern in ihrem Herkunftsland beantragt werden, um in einem anderen Mitgliedstaat Leistungen zu erbringen. Das Zielland muss die Dienstleistungskarte akzeptieren und kann keine weiteren Anforderungen stellen. Und in der Praxis sind die geplanten Prüffristen von 2 Wochen viel zu kurz, sodass faktisch Genehmigungen ohne Prüfung erteilt werden. Auch hier sollen die Mitgliedstaaten entsprechende Behördeneinrichtungen richten, und so werden Doppelstrukturen geschaffen, da es bereits den einheitlichen Ansprechpartner in den Mitgliedstaaten gibt. Und, meine Damen und Herren, das Herkunftslandsprinzip, das wir bei der Dienstleistungsrichtlinie noch verhindert haben, wird hier durch die Hintertür eingeführt. Und das lehnen wir strikt ab. Auch für Dienstleister aus anderen EU-Staaten müssen weiter unsere Anforderungen gelten. Und der Vorschlag schließt weit über das Ziel hinaus, schränkt die Kompetenzen der nationalen Parlamente ein. Es ist ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Verwaltung und das öffentliche Wirtschaftsrecht der Mitgliedstaaten. Es kann nicht Ziel sein, neue, kostenintensive bürokratische Verwaltungsstrukturen in den Mitgliedstaaten zu schaffen. Die Schwierigkeiten im grenzüberschreitenden Dienstbereich liegen aus meiner Sicht an anderer Stelle, zum Beispiel in mangelnden Sprachkenntnissen und unterschiedlichen technischen Ausstattungen. Meine Damen und Herren, mit der Subsidiaritätsrüge senden wir ein wichtiges Signal nach Brüssel. Außerdem wehren wir uns dagegen, dass jetzt schnell im informellen Dialog, Trilog, solche einschneidenden Entscheidungen getroffen werden. In unserem Entschließungsantrag zur Binnenmarktstrategie im Juni letzten Jahres haben wir uns bereits klar gegen solche Eingriffe positioniert. Europa steht vor großen Herausforderungen und ringt
um Wege aus der Krise. Einmischungen in die Subsidiarität und der Ausbau unnötiger und unverhältnismäßiger Bürokratie in den Mitgliedstaaten bringen die Bürger immer mehr gegen die EU rauf. Und Maßnahmen wie das Dienstleistungspaket treiben sie in die Arme der Europagegner. Ich weiß nicht, wie ich das meinen Handwerkern zu Hause erklären kann. Ich bitte daher um Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Als nächstes hat Annalena Baerbock für die Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Heute ändern wir alles.